Der Markt der Unterhaltungselektronik gestaltet sich im Jahr 2009 bisher erstaunlich robust. Wir haben das sehr hohe Niveau des Vorjahres im ersten Halbjahr vom Umsatz her ungefähr hinbekommen wieder, obwohl wir im letzten Jahr einen Sondereffekt durch die Fußball-Europameisterschaft hatten. Treiber hierbei sind neben den kleineren Segmenten Audio und auch der Bereich Videospiele vor allen Dingen der Fernsehmarkt. Wir haben gerade im Bereich LCD, das ist inzwischen fast 90% des gesamten Fernsehmarktes, im ersten Halbjahr ein Stück eine Steigerung von knapp 40% und auch im Wert eine Steigerung, die zweistellig ist. Die IFA wird sehr stark stehen unter dem Schlagwort HDTV. Wer in den letzten Tagen die tollen Bilder der Weltmeisterschaft in der Leichtathletik gesehen hat, den HDTV, denke, der ist auch sehr schnell begeistert von den Möglichkeiten, von den neuen Bildqualitäten, die dort übertragen werden. Und Sie können erwarten, dass das Thema wirklich das Herausragende auf der Messe ist. Und damit haben wir sofort die Qualität des Bildes als herausragendes Thema der IFA und auch durch größere Bilder, weil größere Auflösung heißt auch größere Bilder, das Thema Energieeffizienz. Also ich glaube, dass dieser Dreiklang ein ganz entscheidender sein wird für die diesjährige IFA. Der Konsument hatte ja bisher auch in Deutschland die Möglichkeit, hochauflösende Inhalte zu schauen auf seinen hochauflösenden Fernsehgeräten. Einerseits Blu-ray-Inhalte, andererseits das eine oder andere auch im Fernsehbereich, Pay-TV, kleinere Sender Arte beispielsweise ist seit einem Jahr bereits mit HDTV auf dem Markt, sendet in HDTV. Wir unterstützen Arte ja auch dabei. Aber das ist nicht das, was den ganz großen Durchbruch bringt. Den ganz großen Durchbruch wird HDTV in Deutschland haben, wenn die großen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ARD und ZDF in HDTV senden und die großen privaten Rundfunkanstalten. Wenn man dann diese große Qualität immer wieder erlebt, ja, dann will man auch nur noch das sehen. Also Sie haben im LED-Backlight-Bereich drei grundsätzlich verschiedene technologische Ansätze. Der Ansatz, den wir im letzten Jahr gezeigt haben, im Prinzip die S-Klasse von LED-Backlight, ist ein sogenanntes RGB-Backlight, ein vollflächiges Backlight, was aus den Grundfarben RGB, Rot, Grün, Blau zusammengestellt wird. Das ist die bestmögliche Bildqualität, die bestmögliche Farbvielfalt, aber leider auch der mit Abstand höchste Preis. In diesem Jahr kommt das sogenannte weiße LED-Backlight auf den Markt und hier geht es wiederum in zwei verschiedenen Richtungen. Einerseits können Sie das Licht von der Seite auf das Panel leiten durch verschiedene Verfahren oder ähnlich wie bei RGB-Backlight setzen Sie ein komplettes weißes Licht, eine Fläche hinter das Panel und erzielen so die bestmögliche Bildqualität. Wir haben uns lange mit den verschiedenen Technologien auseinandergesetzt. RGB-Backlight ist und bleibt das Premium-Segment, was wir hier bedienen werden. Aber im Volumenmarkt, also ich sage mal in der Preisklasse zwischen 1.000 und 2.000 Euro, setzen wir auf das vollflächige weiße Backlight mit den großen Vorteilen AD1 eben deutlich bessere Bildqualität und AD2 eben erheblich geringerer Stromverbrauch. Auch auf der diesjährigen IFA ist unser Fokusthema natürlich wieder Aquos LCD-TV und in diesem Jahr setzen wir zu 100% auf Full LED Backlight. Wir stellen zwei neue Serien vor, LE 600 und LE 700. Für unseren Markt besonders bedeutend hier in Mitteleuropa ist die 100 Hz-Variante LE 700 mit verschiedenen Tuner-Technologien, aber vor allen Dingen mit einem herausragenden Kontrastumfang von mehr als 2 Millionen zu 1 mit einem brillanten Bild und Stromverbrauchswerten, wie sie bisher bei Fernsehern überhaupt noch nicht erzielt wurden.